Macht mir keinen Schaden, hilft mir beim Abbauen. Naja. Oh. Habe ich hier vergessen, Treppe zu bauen? Oder habe ich einfach nur... Ah, genau, hier kam ich so rum. Hier habe ich einfach nur nicht weiter gebaut. Ob ich hier so eine Art Tor einbauen sollte für den Anfang? Ja, ich weiß es nicht. Habe ich Getreide noch im Inventar? Ja, habe ich. Was macht's Gras? Ist ein Block weitergewachsen. Damit kann man leben. Aber so wie es aussieht, muss ich mal wieder fressen. Boah. Das Steak war heute so gut. Es war totale Industriemarinade gewesen. Weil ich wollte nicht so arg viel Geld ausgeben. Und wenn man kleine Mengen kaufen will, dann kriegt man alles eben nur billig in Industriemarinade. Aber mir schmeckt's. Es muss ja nicht jeder essen. Ich denke, die Hühner sind auch wieder soweit. Heißt Huhn. Huhn. Nicht doch rein, Huhn. Ich mache hier einmal meine Runde. Das Ei scheint im Boden festgebackt zu sein. Ja. Muss man warten. Na, da sind noch ein paar Grüne dabei. Ich meine, haben wir noch ein bisschen Getreide übrig? Oh, haben wir nicht, aber muss ja auch nicht. Ich meine, ich habe mir bei meinem einen... Ja, Pünktchen, du kannst gern herkommen. Bei der riesigen Betonklotz, den ich habe, habe ich in der zweiten Etage so eine Art Balkon gebaut. Nur aus so einer Viererreihe Getreide. Und das habe ich dann für jede Etage gemacht. Außenrum, Viererreihe Getreide. Direkt am Haus so eine Wasserleine entlang gezogen. Da hat man, ich glaube, 3-4 Stacks Brote nur allein für aus einem Farmgang bekommen. Das heißt, ich habe mich die ganze Zeit nur von Brot ernährt. Also, frisch gebackenes Brot, jeden Tag, stelle ich mir geil vor. Sicher ein gutes Leben. Ja, und da kann man noch eine gute Weile abbauen. Das können wir ja auch mit einem Zaun auskleiden, damit keiner runterfällt. Außerdem, es wird dann natürlich nachher eh noch eine ziemliche Heidenarbeit. Ich frage mich, warum das Heidenarbeit heißt. Ist es eine Arbeit, die man nur Heiden überlässt? Kommt es vielleicht aus dem alten Rom, wo man den Heiden immer bestimmte Arbeiten überlassen hat? Who knows? Vielleicht steckt da so doch ein bisschen Wahrheit drin. Sisyphus-Arbeit. Wer die Geschichte von Sisyphos nicht kennt, also nicht Sisyphus, sondern Sisyphos, weil es ja, also so viel ich weiß, ist eine griechische Sage von einem Mann, der nur eine Aufgabe hatte. Er musste den ganzen Tag einen runden Stein, also einen kugelförmigen Stein, einen Berg hochschieben. Ja, und der ist dann einfach, weil seine Arbeit fertig war, ist wieder runtergerollt. Und die philosophische Geschichte dahinter ist eben, solange der Mensch was zu tun hat, deswegen, also Sisyphos Arbeit bedeutet eigentlich eine sehr monotone, jeden Tag das gleiche Arbeit, kann sehr eintönig sein, aber es verschafft einem Menschen trotzdem das Gefühl, etwas geschafft zu haben, man ist abends kaputt. Das heißt, erschöpft, man hat das Gefühl, wirklich was geleistet zu haben. Und das ist ja sehr wichtig für einen Menschen. Vor allen Dingen psychologisch, weil wenn ein Mensch irgendwas arbeitet, ist abends kaputt, hat aber nicht das Gefühl, er hätte wirklich was geschafft, dann wird der Mensch krank. Weil ist ja klar, dass es vor allen Dingen ein evolutionärer Vorteil ist, dass wenn ein Mensch
nichts getan hat. Das heißt, er hat nichts für sein Überleben getan, wenn wir es mal im ursprünglichen Sinne betrachten. Dann soll er sich ja schlecht fühlen, weil er muss ja dafür sorgen, dass die Art Mensch, dass die Tierart Mensch, ja, ich bezeichne Menschen als Tierart, dass diese überlebt. Und dafür muss er ja was machen. Und er muss was Produktives machen. Das heißt, er muss Nahrung herstellen. Er muss für Schutz sorgen, Unterschlupf, Schutz vor Wetter, Schutz vor Krankheiten. Und wenn der Mensch halt, ja, in diesem Bereich nichts tut, dann ergreift eben manche, zum Beispiel viele Börsianer, ergreift ja dieses Gefühl, weil erstens die Börse extrem stressig ist, aber eben auch eine, ja, nicht nur, ja, ich würde nicht unbedingt sagen, eintönige Arbeit. Das ist viel Abwechslung dabei, aber das Problem ist halt, man bekommt nicht, also man hantiert den ganzen Tag nur mit Zahlen, bekommt aber nicht wirklich das Gefühl, heute habe ich was geschafft, heute habe ich was zur Arterhaltung beigetragen, bis auf den Sex nach der Arbeit, den man sowieso nicht hat, weil man viel zu gestresst ist für Sex und man selbst für Sex eine gewisse Art von Entspannung braucht. Ja. Beschleicht manch das Gefühl, ich habe nichts geleistet. Wenn man dann diesen Job weitermacht und man hält ja sowieso nicht lange durch. Ich glaube, der Schnitt ist so 2 bis 5 Jahre und dann geben die meisten auf, weil einfach der Job so hart ist. Also so stressig, die ganze Zeit Zeitdruck, verkaufen, bloß nicht das Falsche verkaufen und so weiter und so fort. Dann kann man schon mal in eine Depression rutschen. Kann unangenehm sein. Also, natürlich, Depression ist immer unangenehm. Könnte man ihn doch als einen der schwersten Software-Bugs beschreiben, den sich so Mutter Natur beim Menschen ausgedacht hat. Ja, Mutter Natur hat sich es ja nicht ausgedacht. Das ist ja, man könnte sagen, ja, es ist einfach nur ein Software-Bug. Das heißt einfach nur schlimm genug. Alter, da bin ich ja schon wieder draußen. Ich will bloß nicht von dieser verdammten Spinne angegriffen werden. Ich will hier in Ruhe arbeiten. In Ruhe arbeiten und ab und zu ein bisschen Action. Heute habe ich ausnahmsweise mal kein Battlefield gespielt. Man muss auch mal ab und zu Pause machen. Ja, weil Battlefield ist einfach. Es ist schon stressig, vor allen Dingen, da ich ja beim Aufnehmen immer so viele Probleme habe mit Battlefield. Minecraft ist es ja nicht so, man hat nicht so viele bewegte Inhalte. Da. Weil die ganze Zeit nur Steine, ab und zu mal Bildschirmbewegung alle paar Sekunden. Ist nicht wirklich anspruchsvoll für so einen für so einen Verschlüsselungsalgorithmus. Aber wenn man im Battlefield da einen Effekt, hier eine Explosion, da Schüsse, immer wieder sich schnell bewegende Bildinhalte, das erfordert sehr, sehr viel Platz. Weil in Minecraft kann ich hier, ja, ich glaube, ich kann bis zu 40 Minuten aufnehmen und Windows Movie Maker macht mir das locker zu einer Folge von einer Größe von 1,5 GB oder so. Aber wenn ich Battlefield, Alter, was macht die Kuh hier? Ist die hier runtergeglitscht oder was? Battlefield, da werden aus, ja, aus einer Stunde aufnehmen, werden dann mal gut, weil Fraps speichert ja als AVI-Datei oder AVI oder wie man es auch immer nennen mag. Und so eine Datei kann schon mal 100 bis 120 GB haben. Das heißt, man kann sich ungefähr ausrechnen, 8 bis 10 Stunden aufnehmen, gibt eine 1 Terabyte Festplatte voll.
Deswegen gibt es bei mir auch selten längere Spiel-Sessions. Erstens, weil ich kaum jemand finde, der mitmacht, und 4 bis 5 Stunden allein spielen ist halt schon auch so ein bisschen tröge. Aber halt hauptsächlich wegen Speicherplatz. Und man muss ja auch noch dazu denken, ich habe jetzt zwar in letzter Zeit, weil es sich so oft aufgehängt hat und immer wieder so ganz viele kleine fragmentierte Dateien war, habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die alle zusammenzuschneiden und sie dann zu rendern, also auf dem MP4-Format runterzudrücken und dann aus 20 Minuten 2 GB zu machen oder manchmal auch 3. Und ich habe das hauptsächlich jetzt für meinen 30-Abonnenten-Special, das ich jetzt vorbereitet habe. Stimmt, dazu wollte ich eigentlich doch gar nicht sagen, weil Minecraft werde ich jetzt eh demnächst hochladen. Aber naja. Also ich kann euch sagen, ist hier irgendwie ein Loch, dass die durchfallen können, oder glitschen die einfach nur durch? Haben die irgendwie das Gatter aufgelassen? Nee, irgendwie nicht. Und das Schaf kommt hier auch irgendwie raus. Kommt das Gras langsam mal nach? Alter, so viele Eier. Sir, wir haben Eier gefunden. Ich könnte eigentlich doch die ganze Zeit an die Decke werfen. Ja, funktioniert. Aber das ist die Schafe hier immer. Vor allem, was macht die Kuh da? Habe ich hier irgendwo ein Loch? Der Zaun ist vollkommen intakt. Der Kuhstall hier ist ebenfalls intakt. Alter! Die Kuh hat da nichts zu suchen. Gut, aber da ich die Kühe eh nach unten transportieren wollte. Ich weiß nicht, wo die andere Kuh hin ist. Aber dann kann die Kuh ja da mal bleiben, wenn es ihr da gefällt. Erstaunlich. Ich verfall immer wieder in den Zustand, dass ich aufhöre zu kommentieren und alles nur noch im Kopf abspiele. Denken geht doch einfach eindeutig schneller, als wenn man etwas redet. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wie es ist, mit Gaming Geld zu verdienen, weil mit Gaming selbst, auf professionellen Events, also ich meine, es ist zwar nett zuzuschauen, aber man bekommt nur doch irgendwie wirklich eine signifikante Menge an Geld, also dass man auch wirklich seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, wenn man wirklich, wenn man sich der Unterhaltungsindustrie widmet, weil Unterhaltungsindustrie ist ein wachsender Markt in der zivilisierten, in Anführungsstrichen, zivilisierten Gesellschaft wie unser. Da ist ja schon der Überfluss für allen da. Das heißt, niemand muss mehr ums Überleben direkt kämpfen. Wir müssen noch kollektiv gegen Weltarmut, Kriege und Ähnliches kämpfen. Aber jetzt nicht mehr so direkt gegen die Gefahren, wie wir sie früher hatten, dass 90% der Bevölkerung Bauern waren und der Rest waren Adlige, sondern wir haben jetzt ungefähr 5% Bauern, die 90% unserer Bevölkerung versorgen können. Und es war irgendwie klar.
Alter. Ihr seid mir jetzt tatsächlich da rausgeglitscht? Oder einfach nur, weil es zu viele sind? Okay, das werden hier jetzt eindeutig zu viele. Das kleine Kalb kann da bleiben, aber ja. Das ist einfach zu viel Gedränge. Wie viel Holz habe ich noch? Nicht so arg viel. Genau, Holzbretter gehören da eigentlich nicht rein. Das heißt, es wird mal wieder Zeit für Chopper. Steinaxt habe ich noch. Ich habe ja meine Bäume wieder schön immer wieder nachgepflanzt. Das heißt, ich kann immer wieder Bäume ernten. Unendlich. Eigentlich könnte ich das Methan, das meine Kühe produzieren, durch das ganze Rülpsen und bei Schweine durchs Furzen, könnte ich ja verarbeiten, aber das ist in der Luft in so geringen Mengen vorhanden, dass das Filtern des Methans aus der Luft heraus so aufwendig wäre, dass es den Mehrwert an Energie nicht herausbringen würde. Gleich wieder nachpflanzen. Alter. Wo ist dieses scheiß Skelett? Da habe ich es gehört. Da haben wir Knochen getroppt. Na, schade, nur ein Pfeil. Knochen sind viel wichtiger. Damit kann man vieles schneller wachsen lassen. Na. Da ist ein Apfel. Ich brauche aber Setzlinge. Leute, Setzlinge. Setzlinge ist das Gebot. Das Gebot des Tages. Mit Nahrung kann ich mich ja mittlerweile zu Genüge versorgen. Ja, das dauert jetzt wieder, bis sich da die Setzlinge rauskristallisiert haben aus dem ganzen Kram hier. Ist es hier auf dem Boden gewachsen oder was? Ein einfacher Baum? Ist doch eine Eiche, oder? Oh, ah, so ein Texturrand außenrum. Ah, war doch kein Dingenskirchen. Habe ich es schon eingesammelt? Scheint wohl so. Hier einen Baum hin, hier einen Baum hin. Ja, da wächst auch einer. Da einen hin. Hier alles zupflastern. Den Eingang soll man möglichst nicht sehen. Genau. Das heißt, wir machen jetzt aus dem Kram erstmal Holz. Ganz viel Holz. Daraus eine ganze Menge Stücke. Und man braucht ja verdammt viele von diesen Zäunen.